Unsere Idee war, Menschen zu fragen, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sind, bezüglich ihrer Pläne im Ruhestand. Wo wollen sie leben? Wie wollen sie leben? Und das ist das Interessante, was uns als Geografinnen für die Raumansprüche einer zukünftigen Generation interessiert. Ältere Menschen zieht es nicht in Heerscharen in die repräsentative Altbauwohnung, wie immer wieder gedacht, sondern im Wesentlichen entspricht das oft auch den Wohnsituationen, in denen die Menschen jetzt schon leben. Also eine zentrale Botschaft heißt, die meisten wollen dort bleiben, wo sie sind, sind zufrieden mit dem, was sie dort antreffen, sind zufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr, also das sogenannte Aging in Place. Sie haben in Ihren jüngeren Jahren schon dezidiert heterogene Lebensstiltypen entwickelt und ausgeprägt, und die werden Sie auch, wenn Sie älter sind, fortführen. Unsere zwei Botschaften sind: zum einen, die Älteren werden bunt und vielfältig sein. Sie werden in der Regel dort wohnen bleiben, wo sie sind. Sie werden vielleicht multilokal leben, wenn sie einen Zweitwohnsitz haben. Aber sie werden häufig an den Standorten verbleiben, an denen sie jetzt sind, und nicht in Heerscharen in die Städte zurückkehren.